Schnatsch ist es kaputt. So, wo muss ich jetzt hin? Zentrale an Cobra 11. Einsatz am Containerhafen. Eines der Binnenschiffe entsorgt gerade Müll im Fluss. Mhm. Beeilt euch und erwischt den Kapitän auf frischer Tat. Bis die Wasserpolizei vor Ort ist, haben sich alle Beweise buchstäblich aufgelöst. Dann hau mal rein, du. Oh, wetten, ich muss wieder auf die andere Seite. Nee, muss ich nicht. Warum habe ich hier kein Zeitlimit? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ach stimmt, falls ich am anderen Ende der Stadt bin. Moment, ich parke einfach so. Dann kann ich eventuell noch... Wie sollen wir denn bitte schon an den Kapitän rankommen? Ich habe da so eine Idee. Ja, ich ahne es, aber das ist nicht dein Ernst, ne? Das tust du nicht. Ach was, glaubt mir, über die alte Rampe am Hafen ist überhaupt kein Problem. Ja, ja, dein Wagen, mein Knochen. Seit du bei dem Joha auf dem Lehrgang warst, lässt du echt nichts mehr aus. Stell dich nicht so an, im schlimmsten Fall musst du ein bisschen schwimmen. Ja, sehr lecker. Wer weiß, was der Kerl da gerade ins Wasser lässt. Also ich sehe da niemanden, der irgendwas ins Wasser lässt. Okay, okay, okay. Der ist echt wahnsinnig, der Semir. Nein! Ich hab nur eine Minute Zeit, Alter. Nein! Oh, ich mache Neustarten. Ich hab keinen Bock, mir das anzuhören. Und ich hab eh nur eine Minute Zeit, das heißt Neustarten ergibt schon Sinn. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ach nein. 40 Sekunden habe ich noch Zeit. Alter. Kapitän reinkommen. Du gehst auf die andere Seite und springst einfach raus. So wie du auch in die Wohnung kommst. Ohne Fahrzeug. Bitte schon an den Kapitän rankommen. Ich hab. Wie sollen wir denn bitte schön an den Kapitän rankommen? So, dann geht's jetzt mal langsam los, ne? Hier habe ich doch gar nicht gestartet, Junge. Wie sollen wir denn bitte schon... Warum muss ich mit dem Auto darüber fahren? Oh,
kommt auf die bescheuerte Idee. Kapitän rankommt. Wer sein wir denn bitte schön an den Kapitän rankommen? Wie sollen wir denn? Ich krieg so eine Krise, Junge. Wie sollen wir denn bitte schon an den Kap... Das gibt es doch nicht. Warum habe ich nur eine Minute Zeit? Ich sollte 2 Minuten Zeit haben. Oder anderthalb oder irgendwie ein bisschen mehr als nur eine Minute. Das schafft doch niemand. Also es schafft man schon, aber es ist halt schwierig, okay? Wie sollen wir denn... Ach Leute. Okay, das schaffe ich. Warum braucht der nur so lange, bis ich aus dem Wasser wieder auferstanden bin? Dankeschön. Oh Gott. Dann geht's weiter mit dem Emia 3.0. Nochmal eben auf die Straßenkarte gucken. Nix. Okay, dann müssen wir darum fahren, das zu erreichen. Okay. Wir haben eine Bombenwarnung erhalten. Auf sämtlichen Gasrohren im Industriegebiet wurden Bombenpäckchen platziert. Ihr solltet herkommen. Ich schicke euch die Position ins Navi. Okay. Dann schaue ich mal. Wir sind unterwegs, aber was sollen wir machen? Wir sind doch keine Experten für die Entschärfung. Ich weiß, aber unser Experte kann die Bomben nicht entschärfen. Sie müssen mit einer bestimmten Geschwindigkeit von den Rohren gerissen werden, damit der Bewegungsauslöser nicht zündet, weil er recht träge ist. Ich ahne, was jetzt kommt. Niemals! Warte erstmal ab! Die Sprengsätze sind sehr klein und können nur auf den Rohren echten Schaden anrichten. Geht aber einer hoch, gibt es eine Kettenreaktion und die halbe Stadt explodiert. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Wir haben euch an jedem Sprengsatz ein paar Behelfsrampen platziert. Und ihr müsst die Sprengsätze mit der passenden Geschwindigkeit treffen, damit sie nicht auf den Rohren explodieren, sondern erst auf dem Boden. Na dann los, nicht zu lange überlegen. 5. Dann kann man eigentlich kein Feuerwehrauto fahren. Das finde ich echt schade. Ich meine, okay, wir sind wohl Polizei, aber trotzdem. Das ist, finde ich, schon ein bisschen schade. Okay, jetzt geht's weiter. Ich habe 5 Minuten. Alter, warum leckt das denn so? Warum ist die Rampe denn so scheiße platziert? Davon ist noch eine! Ja, was schreist du mich denn so an? Dadurch sehe ich die auch nicht eher.
Meine Güte, ja, das ist eigentlich ganz nett hier. Junge, wer kommt ein... Junge! Fahren wir doch nicht so rein. Boah, das wäre um ein Haar schief gegangen. Och Mann. Mann, wie viele denn noch? Chill doch mal. Ah, das ist der nächste. Blip. Ist das jetzt die letzte? Hey, Junge. Alter, chill doch endlich mal. Oh Mann, die wird schwierig. Alles geht so. Die wird schon schwieriger. Ja, aber bitte nicht in den Wagen. Ja, und Ben sitzt da daneben und irgendwie muss die ganze Scheiße halt erledigen. Ja, du kleiner Fratz. Boah, das ist aber echt ätzend. Warte. Okay, ich muss einfach wieder zurückfahren. Das war aber innerhalb einer Minute 22. Ich hasse das. Dass man dann nicht Zeit hat, um zurückzufahren. Das ist doch eigentlich scheißegal. Tada! Ah, das dynamische Duo rettet mal wieder die Welt. Kapelle, Musik! Wer denkt sich so ein Scheiß aus? Okay, hier können wir nichts machen. Ah, hier. Jetzt geht's auch hier wieder los. Hm? Polizeialltag. Beschatten und bloß nicht auffallen. Ich hau nochmal nach. Nö, dann gibt's nix. Mhm. So einen Verrückten in der Stadt, der ohne Rücksicht auf Verluste neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen will. Am besten ihr kommt aufs Revier, schnappt euch den Tribun und versucht ihn zu stellen. Alles klar, Susanne, wir sind unterwegs. Na, warte mal. Ach Mann. Sag doch nicht einfach alles klar. Warte doch erstmal. Sorry, ich habe gerade auf meine Tastatur geschaut. Ich bin etwas abwesend gerade. La 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 la. Go! Jetzt rein! Oh Mann.
Ich hab keinen Bock jetzt wieder zurückzusetzen. Dann bin ich wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite. Wir sind die Autobahnpolizei und sind die ganze Zeit innerhalb der Stadt.